Fische. Wir zeigen Ihnen heute eine Wunderwelt unter Wasser. Wir zeigen Ihnen das gnadenlose Leben und Sterben unter normalen Urlauf der Kieler Förde. Da fressen die Großen die Kleinen, da wird mit Schuppen und Gräten geschluckt. Da leuchtet ein guter Seestern auf allen Wasserstraßen, Damen sowie Herren. In der ersten Abteilung, Damen sowie Herren, zeigen wir Ihnen die Heringschwärme der deutschen Bucht. Ein Rätsel der Wissenschaft bis heute, Damen sowie Herren, welcher Todestrieb diese possierlichen Tierchen der deutschen Bucht immer wieder dazu bewegt, stur millionenfach in die gleiche Richtung zu schwimmen, wo selbst sie in den öffentlich-rechtlichen Netzen der Fangindustrie und so dann in den Fischmehlfabriken derselben enden. Dass hier bei den Heringschwärmen der deutschen Bucht, der Wurm drin sitzt, ist der Wissenschaft nicht erst seit Monitor bekannt. In der folgenden Abteilung, Damen sowie Herren, zeigen wir sodann leider nicht Lachs und Stör. Stör und Lachs, Damen sowie Herren, können wir zum größten Bedauern meiner geschätzten Persönlichkeit heute nicht zeigen, da dieselben sich der chemischen Reinigung unserer Umwelt als nicht gewachsen erwiesen und seitdem ausgestorben sind. Wir zeigen also nicht, Damen sowie Herren, Ihren geschätzten Applaus zur Kenntnis nehmend. Wir zeigen also nicht, Damen sowie Herren, Lachs und Stör. Dafür zeigen wir Ihnen einige der zahlreich erhaltenen antiken Störfälle aus dem Rheinspaziert, Damen sowie Herren. In der folgenden Abteilung, Damen sowie Herren, zeigen wir Ihnen sodann auch das vielfältige Leben und Treiben am Rande des großen Meeres im Watt. Im Nationalpark Meer Megawatt, wie ihn der Fachmann nennt. Da liegen die toten Robben auf der Sandbank wie die Schmiergelder auf der Hannöverschen Spielbank. Da wird im Trüben gefischt, da wird im Schlick gefummelt, vielmehr mit Flick geschummelt. Da in der folgenden Abteilung, Damen sowie Herren, zeigen wir Ihnen dann auch den Nutzen des großen Meeres, den Mehrwert, wie ihn der Fachmann nennt. Alles, so hat unser Kanzler so schön formuliert, alles hängt hier mit allem zusammen. Da wird abgefischt, was die Netze halten, bis auch der letzte verbohrte Rotbarsch, eine Rarität im Lande Niedersachsen, mit den Kiemen in den Netzen der Rasterfahndung hängt. Ein Knurrhahn, Damen sowie Herren, der da wieder den Strom schwimmt, landet zielstrebig in den Fangarmen der Polypen. In der folgenden Abteilung, Damen sowie Herren, zeigen wir Ihnen dann auch die Verwertung der Früchte des großen Meeres. Wir zeigen Ihnen, wie man einen Bückling macht. Und wir zeigen Ihnen, wie die possierlichen Fernsehpferdchen an der Luft getrocknet werden, bis sie hängen, wo sie hängen sollen und Franz alt aussehen. In der vorletzten Abteilung, Damen sowie Herren, zeigen wir schließlich dann auch, wie es bei den Wahlen zugeht. Werfen Sie mit uns den Blick hinter die Kulissen einer großen Walfabrik. Da wird abgeschossen und abgespeckt, da wird ausgenommen und ausgekocht. Und zum Schluss, Damen sowie Herren, ist alles im Tran. So, Damen sowie Herren, geht es also bei den Wahlen zu. Das zeigen wir Ihnen in der vorletzten Abteilung. Und nach den Wahlen kommen die Haie. Es fürchten die kleineren Fische im Meer nichts wie den tückischen Hai so sehr, denn er mordet und reißt und er raubt, wo er kann. Bei uns heißt so einer ein Ehrenmann in der High Society. Ein gefährlicher Gangster ward kürzlich gepackt und in München streng nach den Gesetzen verknackt. Ein halbes Jahr Knast, denn der Kerl hat gewitzt im Supermarkt zwei Päckchen Kämmelstiebitzt. Das ist High Society, unsere schöne heile Hai. High Society. Drei Gauner hatten Millionen geklaut, doch damit ihnen nicht die Karriere versaut, entschloss das Gericht sich zu höchster Kulanz. Na, die Jungs waren halt von der Hochfinanz. Und der High Society, ach, Graf Lambsdorff, unsere High Society. Ja, zwei wahre Geschichten, traurig, aber wahr. Beide schon 1987 gelaufen, wie auch die Bundestagswahl. Die Wahl war kurz, die Reue ist lang. Um genau zu sein, 1,94.
Ja, und wir haben weiterhin eine FDP-geführte CDU-Regierung. Freunde, keinen Frust. Wir wissen ja ganz genau, Wahlen ändern bei uns nichts. Sonst wären sie ja verboten. Naja. Und auch die Wahl in Schleswig-Holstein, entsetzlich. Der Ausgang, habt ihr schon gehört? Die CDU ist über die 5%-Hürde gekommen. Na, wart mal Niedersachsen ab. Naja, also, Freunde, auch der Graf Lambsdorff, ja, der wurde rechtzeitig nach der Wahl, wurde der Graf Lambsdorff verwarnt zu 180.000 Mark Geldstrafe. Ja, guck nicht so, das ist für den Grafen eine Verwarnung. Das ist so, als wenn ich 20 Mark blechen soll, weil ich bei Rot über die Ampel gelatscht bin. Ja, Rot kann ja für mich nicht die Farbe des Stillstands sein. Also 180.000 Mark musste der Graf blechen, weil er 1,3 Millionen Mark Steuern hinterzogen hat. Das ist ein Geschäft. Ne? Ja, ist gerade so die Mehrwertsteuer, 14%. Ich hab's ausgerechnet. Ne? Und dann hat der Graf nach dem Urteil ganz stolz gesagt, er sei jetzt ein Ehrenmann. Das hat er selbst gemerkt. Er sei jetzt ein Ehrenmann, weil das Gericht habe ja festgestellt, er sei in erster Instanz nicht bestechlich. Oder so. Er habe ja nur Steuern hinterzogen und deswegen sei er ein Ehrenmann und in bester Gesellschaft und deswegen könne er jederzeit wieder Minister werden. Ja, jetzt überlegst du, warum du nicht Minister werden kannst. Wo ist die Knete hernehmen? Und dann hat der Graf noch gesagt, die Stahlarbeiter in Rheinhausen, die um ihre Arbeitsplätze kämpften, hat er gesagt, das seien hergelaufene Chaoten. Hat er gesagt, der Ehrenmann. Eine wahre Geschichte, leider. Auch die andere Geschichte hat gestimmt. In München wurde unlängst ein Mann, ich sage jetzt nicht Herr, denn er war ja kein Minister. Ne? Ja, bei Minister sagt man Herr, es sind ja keine Männer. Na lach nicht, guck dir die Typen an, dicke Bangemann und so. Also in München wurde ein Mann verurteilt zu 6 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung, weil er im Supermarkt 2 Päckchen Zigaretten im Werte von nicht ganz 8 Mark gemaust hatte. Ich habe das akribisch ausgerechnet, der musste also bezogen auf die Schadenssumme, ja, musste der für 4 Pfennig Schadenssumme musste er einen Tag sitzen. Für eine Zigarette, 5 Tage. Hm? Ja, jetzt überlegst du, wie du nicht Raucher wirst. Ne? Ja, ja. Naja, also da habe ich mir überlegt, der Graf dagegen, nicht? Also irgendwie sind das unterschiedliche Tarife, findet er nicht auch? Nun wollte ich mal versuchen, für Tarifgleichheit zu sorgen, der Gerechtigkeit wegen. Und da habe ich mal rein rechnerisch versucht, den Grafen nach dem Münchner Zigarettendiebstarif zu bestrafen. Das habe ich akribisch für euch ausgerechnet. Da müsste der Graf dann also bezogen auf die Schadenssumme nach den gleichen Maßstäben 11,6 Milliarden Mark blechen innerhalb von 4 Wochen. Das kriegt gar nicht mal der Graf zusammengesammelt. Da müsste es dann also logischerweise der Graf im Nichtbeibringungsfalle, wie der Jurist sagt, absitzen. Und das hieße beim Tagessatz von 360 Mark, den der Graf genießt, hieße, dass er müsste 90.000 Jahre sitzen. Also das schafft ja nicht mal der Graf auf beiden Backen. Das ist ja unmenschlich. Das kannst du ja nicht machen, das ist ja unmenschlich. Aber 90.000 Jahre, das ist 6.000 Mal lebenslänglich. Das schafft ja nicht mal die FDP kollektiv. So viele Mitglieder haben die ja gar nicht. Ja? Nein, das könntest du nicht machen. Das wäre also inhuman. Und dem Grafen haben sie ja noch nicht die parlamentarische Humanität aberkannt. Das ginge nicht. Da käme ja sofort Amnesty an. Das stelle ich mir übrigens lustig vor, den Grafen als Gefangenen des Monats. Aber wie gesagt, das können wir aus Menschlichkeitsgründen nicht machen. Da müssen wir jetzt also logischerweise versuchen, den Münchner Zigarettendieb nach dem Bonner Grafentarif zu bestrafen. Und auch das habe ich akribisch für euch ausgerechnet. Der müsste dann bezogen auf die Schadenssumme genau 4,15 Minuten sitzen. Das geht aber nicht nach unseren Gesetzen. Ja, du kannst keinen zu 5 Minuten Knast verurteilen. Das geht ja rein technisch gar nicht. So schnell ist er gerne in der Zelle drin und wieder draußen. Ne? Das zählt ja ab Tor. Also müsste dann logischerweise der Münchner Zigarettendieb, ein Tag ist Untergrenze, ne? Da müsste logischerweise der Münchner Zigarettendieb einen Tag sitzen und kriegt dann noch logischerweise 346 Päckchen Zigaretten wieder raus. Das ist ja ewige. Das ist der ewige Kreislauf der sozialen Gerechtigkeit. Der Hai jagt im Rudel und manchmal allein. Es können die Haie auch Haifresser sein. Der Räuber wird, wenn er beim Raubzug verletzt, vom Rudel bis auf die Knochen zerfetzt. Das ist Hai, Hai, Hai Society.
Es hatte von bohrenden Sorgen gequält. Der Kleinkrämer Schmitz stets die Schwarzen gewählt. Denn er weiß es, sonst kommen die Russen marschiert. Und schlupp ist sein Kramladen sozialisiert. Trotz der High Society. Trotz der schönen heilen High Society. Der Kleinkrämer Schmitz hat vor Sorgen und Ruh, denn seit längerem schon ist sein Kramladen zu. Die Russen sind da, doch sie haben gewitzt, zur Tarnung den Kriegsnamen Karstadt benutzt. Das ist High Society, unsere schöne Eile. High Society. Der Kanzler übrigens hat auch schon was gemerkt. Doch manchmal merkt er gar was. Doch. Der Kanzler hat gesagt, dass er jetzt Kanzler ist, hat er gesagt. Schrecklich. Finde ich ja auch. Aber ihm geht's ja wieder weiter. Ne? Er hat gesagt, schrecklich, hat er gesagt. Jetzt muss er mal eine Entscheidung nach der anderen treffen. Stell mal vor, wenn er das aber auch vorher geahnt hätte. Aber der Schmidt war ja damals so gemein, der hat's ihm nicht gesagt. Ne? Stell doch mal vor, Mensch, eine Entscheidung nach der anderen. Was will uns der Kanzler damit sagen? Na logisch, erste die andere. Und danach eine, also eine nach der anderen. Im Ganzen mehrere. Ne? Und dann muss er die Entscheidungen auch noch treffen. Meist verfehlt er sogar. Meilenweit, ne? Nun hat er das Problem gelöst, jetzt lässt er die Entscheidungen bei der Deutschen Bank verfehlen, da muss er nicht mehr selber. Ist ja auch viel praktischer. Glaubst du nicht, du wirkst so skeptisch. Bitte, ich kann es auch seriös sagen. Die großen Entscheidungen für unser Land werden nicht in der Politik getroffen, sondern bei den großen Firmen wie Daimler-Benz und Bayer Leverkusen. Die Politiker können schon viel tun, wenn sie den Firmen dabei nicht in die Suppe spucken. Peter Böhnisch, am 11. März 1987 im ZDF anlässlich der Wiederwahl des Kanzlers im Bonner Wasserwerk, wo er eigentlich hätte baden gehen können. Und hör mal zu, der Peter Böhnisch, der muss es ja wissen, nicht? Der war ja lange Zeit Regierungssprecher. Nicht? Das heißt, jetzt ist er auch Ehrenmann auf Bewährung. Der war ja lange Zeit beim Kohl, da war der langjähriger Bundesspuckenabfalter. Also immer, wenn der Kanzler mal versehentlich den großen Firmen in die Suppe spucken wollte, nicht, da hat ihm der Böhnisch dann so den Spucknapf hingehalten, hat er wahrscheinlich ein Foto von der Jutta Ditfurth eingeklebt, damit es beim Kanzler klappt. Ich meine, unser Kanzler würde gar nie den großen Firmen bewusst in die Suppe spucken. Nein, sowas tut unser Kanzler nicht. Unser Kanzler ist noch ein guter Deutscher. Er hat noch Ehrfurcht vor seinen Vorgesetzten. Aber es könnte ja sein, nicht, dass unser Kanzler sich mal irrt, das gibt es ja beim häufiger mal. Und hat dann also Daimler-Benz oder sagen wir Bayer Leverkusen. Ja? Bayer Leverkusen, die haben doch mal wieder so ihr Süppchen gekocht. Ja? Da kann ja mal speiübel werden, wir müssen die Suppe ja mal auslöffeln, das stinkt ja. Ne? Und der Kanzler riecht auch irgendwas. Ja? Also er kann sich dem gar nicht entziehen, er riecht. Sagt das Schrecki, komm mal her bei Fuß. Ja? Schrecki, wer hatte da wieder ein Süpplein? Und Schrecki sagt Bayer und der Kanzler versteht das völlig miss. Er hört nur Bayer. Und dann spuckt er. Galle und Gift. Womit wir wieder bei Leverkusen wären. Wir können mal versuchen, die Sache analytisch anzugehen. Die großen Entscheidungen für unser Land werden bei den großen Firmen getroffen. Nun steht ja in unserer Verfassung, steht ja drin, alle Staatsgewalt geht, bitte schön. Ja, dem Volke aus. Ne? Oder so, ne? Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Jetzt müssen wir laut Peter Böhnisch logischerweise alle 4 Jahre die Konzernvorstände und Aufsichtsräte der großen Firmen öffentlich wählen. In einer bundesweiten Wahl. Deine Stimme für Militär, gib Oetker eine Chance, Bosch regiert besser, Bauknecht weiß, was Wähler wünschen. Für eine saubere Politik, transnuklear, wir schaffen alles beiseite. Also logischerweise müssen wir jetzt alle 4 Jahre die Aufsichtsräte da wählen. Da könnt ihr mal sehen, der Gorbatschow ist da schon weiter. Ne? Doch, der macht das schon. Ja, Perestroika, schon gehört? Ne? Das ist keine Wodka-Marke, im Gegenteil. Nein, das ist, Perestroika heißt Umgestaltung. Ja? Das macht er, Gorbi et Orbi. Und,
Ja, der lässt bei sich zu Hause tatsächlich schon die Chefs der großen Firmen öffentlich wählen. Und laut Peter Bönisch müssen wir das jetzt hierzulande auch. Nun schreibt Bönisch ja auch für Bild. Da müssen wir sehr aufpassen, dass sich Bild in den nächsten 3 Monaten zum sozialistischen Kampfblatt entwickelt. Der bundesdeutsche Weg zum Sozialismus. Oh, Scheiße. Also, ich habe mir so vorgenommen, ja, ich wollte in dem Programm mal kein Wort vom Sozialismus sagen. Habe ich mir fest vorgenommen, weil ich kriege es ja immer der Presse ab. Ja, ich bin links, verbohrt, radikal, 150%ig oder so. Also, ich habe gesagt, ich sage in dem Programm mal kein Wort vom Sozialismus. Ne? Aber habt ihr gemerkt, kaum denkst du logisch, schon? Ich weiß auch nicht, also diesmal bin ich dran schuld, das ist diesmal Peter Bönisch sein Satz, der ist, wie der Kanzler sagen würde, dran schuldig. Also der hat für Glasnost gesorgt, für Durchblick. Ihr könnt es ja selbst mal versuchen, ein bisschen Durchblick zu erarbeiten, ein bisschen Glasnost, ja, wenn ihr Lust habt. Auch wenn ihr keine Lust habt, gehört sowieso zum Programm. Ich warne euch gleich vor, meine Programme sind lang, Flucht ist jetzt sinnlos, Tür ist abgeschlossen. Ja, meine Programme müssen auch lang sein. Angesichts der politischen Verhältnisse in unserem Land muss ich mir immer sagen, besser zermürben als gar nicht überzeugen. Also wir arbeiten uns mal ein bisschen Glasnost. Wir leben ja bekanntermaßen in einer, bitteschön, wer möchte mal, in einer Demokratie. Ja, vielen Dank. Es gibt Mut, wenn es noch jemand glaubt. Das ist wir leben also in einer Demokratie, wie der einzelne Herr richtig herausgearbeitet hat. Und wer kann nun mal übersetzen, was heißt Demokratie auf Deutsch? Wir haben es ja schon in anderen Programmen geübt. Na komm, einer wird es noch wissen, soweit kann der Albrecht noch nicht sein. Ne? Also kommen wir. Volksherrschaft. Und du willst eventuell noch Hausmeister werden, Niedersachsen. Ja, ja, aber inhaltlich natürlich völlig korrekt. Ne? Volksherrschaft. Und wer kann jetzt mal das Fremdwort für Volk nennen, die Altphilologen an die Front? Komm ja nicht mit Demo, ja? Also, bei der Bönisch hat es erarbeitet, Konzerne, die großen Firmen. Da beißt sich die Schlange ja wieder in den Schwanz. Ne? Alle Staatsgewalt geht von den großen Firmen aus. Volksvertreter sind die großen Firmenvertreter. Volkswagen. Die großen Firmenwagen, ne? Daimler-Benz, ne? Naja, Daimler-Benz ist auch eine arme Firma, habt ihr schon gehört? Hat sich auch schon hier nach Wolfsburg rumgesprochen? Arme Firma, Daimler-Benz. Stell dir mal vor, du, 1,8 Milliarden Mark Jahresgewinn haben sie gerade mit Mühe und Not. 15 Milliarden Mark bare Rücklagen. Also ich meine, da können die an ihre Arbeiter in Südafrika nicht noch 4 Mark Stundenlohn zahlen. Das geht ja nicht. Also 4 ist ja mehr als 1,8. Das geht ja nicht. Auf der anderen Seite, Daimler-Benz hat auch ihr Gutes. Ne? Die Firma Daimler-Benz hat auch ihr Gutes. Guck mal, wenn es Daimler-Benz nicht gäbe, nicht, dann müsste ja die südafrikanische Polizei zu Fuß gehen, wenn sie da Lust hat, ein paar Kinder zu erschießen. Ne? Oh, jetzt sind sie alle wieder muffig. Ne? Ich merke das schon, alle schon ihren Daimler angezahlt, ne? Und jetzt das. Ne? Und dann noch in Wolfsburg, ja. Natürlich hast du deinen Daimler angezahlt, ich sehe dir das an. Doch, du brauchst gar nicht wegzugucken, ich kenne meine Juppies raus. Du hast deinen Daimler angezahlt, Mensch. Ich weiß, gibt's den Wolfsburg nicht gern öffentlich zu, aber da hast du, ich weiß das, ja. Natürlich, ich weiß sogar, wie viel du angezahlt hast. Ich habe dich nicht beschatten lassen, ich bin ja in der CDU. Ne? 2 Mark hat sie angezahlt. Stimmt's? Ich kann das beweisen. Guck mal, die arme Firma Daimler-Benz mit ihren 15 Milliarden Mark baren Rücklagen hat ja doch immerhin aus Steuermitteln, also von uns allen, 120 Millionen Mark. Ja, Beihilfe kann man da wohl nicht mehr sagen. Da muss es wohl logischerweise die Anzahlung für jeden Bundesbürger sein Daimler gewesen sein. Ne? Ja, 120 Millionen Mark durch 16 Millionen Bundesbürger macht 2 Mark pro Nase. Ne? Hast du nicht gewusst, ne? Ja, geh schon mal hin zur Niederlassung, lass dir schon mal vorab einen Kotflügel geben. Ja. Na, du hast recht, für 2 Mark kriegst du bei denen nicht mal den Dreck unterm Kotflügel, das ist klar. Qualität hat ihren Preis. Ne? Ich kann mir so manchen aufstrebenden Juppie vorstellen, der sich gerne so ein kleines Döschen Daimler-Dreck in Herrgottswinkel stellen würde. Ne? Gleich neben die Elvis-Ikone. Ne? Und die anderen, ihr habt ja auch alle angezahlt, spart schon mal, ne? Dass ihr den Rest zusammenkriegt. Und wenn es nicht klappt, dann schreibt ihr einfach einen Brief an die Firma Daimler-Benz. Stuttgart 7000, die Nullen bitte nicht vergessen, die erscheinen bei denen. Vorstand. Sehr geehrte Damen und Herren, man kann ja mal lügen, höflichkeitshalber. Ne? Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zurück auf unseren über die baden-württembergische Landesregierung abgewickelten Kaufvertrag.
Leider hat inzwischen ein häuslicher Kassensturz bei mir ergeben, dass ich die Restsumme in absehbarer Zeit wohl nicht werde aufbringen können. Ich bitte Sie deshalb wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage um Annullierung des Vertrags und Rücküberweisung der 2 Mark auf mein unten angegebenes Konto. Und schon jetzt hat sich das Eintrittsgeld amortisiert. Und dann schreibt er noch drunter mit vorzüglicher Hochachtung. Ich meine, wenn man oben gelogen hat, spielt es nämlich unten dann auch keine Rolle mehr. Ne? Und dann lasst euch die Knete schicken. Und wenn sie nicht bar zahlen wollen, lasst euch einen Gutschein geben. Doch, da kannst du dich dann mit 19.999 anderen Gutscheininhabern zusammentun. Da kriegt er gemeinsam für die Summe schon einen Daimler in Schlichtausführung. Und wenn er dann ehrlich teilt, da kannst du alle 9 Jahre mal einen Tag protzen. Das ist doch auch was. Vergesst nicht, euch eine Quittung geben zu lassen vor der Firma. Also bei den Summen, 15 Milliarden, da zählt jede Mark zum Absitzen. Setzen. Ich merke schon weitgehendes Unverständnis hier. 15 Milliarden, kann sich keiner vorstellen. 2 Mark, da wusste noch jeder, aber 15 Milliarden. Ne? 15 Milliarden sind genau das 2,5-fache von 6 Milliarden. Jetzt ist klar, ne? Na, hör mal zu, 6 Milliarden hat man, ja? Habt ihr keine 6 Milliarden? Zeigt mal vor. Hör mal zu, du, ich kenne einen einfachen Frührentner, der hat 6 Milliarden. Friedrich Karl Flick heißt der. Willst du dich von Frührentner beschämen lassen? 6 Milliarden, immer noch nicht klar? Jetzt mach's aber richtig zum Anfassen. Wisst ihr, was 6 Milliarden sind? 6 Milliarden würde bedeuten, 77 Jahre hindurch, jede Woche, Samstag für Samstag, regelmäßig, 6 richtige im Lotto. Das sind 6 Milliarden. Ne? Das ist aber nur das, was er besitzt, der Herr Flick. Nun bringen die 6 Milliarden ja auch noch Zinsen. Und allein die Zinsen von den 6 Milliarden sind nochmal täglich ein 6er im Lotto. Samstag 2. Ja, Saturday Night Fever. Hm. Jeden Tag 1,666666666 Periode Millionen Mark. Das sind in der Stunde 69.000 Mark als Stundenlohn. Ne? Und der arme Junge arbeitet durch. Ja, keine Mittagspause, kein Feierabend, kein Schlaf, kein Samstag, kein Sonntag, kein Urlaub, kein Bildungsurlaub. Das sieht man ja, wenn man sich den Typen mal ansieht. Hm? Jede Stunde muss der die 69.000 Eier ranholen. Ne? Deswegen ist er auch so gegen die 35-Stunden-Woche. Hm? Das wäre eine Einbuße für ihn. Naja, das ist der Herr Flick. Und du spielst noch Lotto? Schlechter Platz hier, vorne wird mal angemacht. Ne? Spielst du Lotto? Na, mach doch mal. Stell mal vor, vielleicht hast du Samstag Glück. Ne? Sagst du, Mensch, jetzt bin ich Lottokönigin, jetzt leiste ich mir was ganz Tolles, Exklusives, Teures. Ich fahre jetzt mit dem Bus zum Bahnhof. Unterwegs triffst du Herrn Flick, sagst du, guten Morgen, Kollege. Alles klar? Ich wollte ja nur mal klar machen, als Lottokönig ist mal gegen so einen doch der letzte Penner. Nur damit die Machtverhältnisse mal klar liegen. Ich habe unlängst in der Zeitung gelesen, in Volos in Griechenland sei ein Tourist 70 Zentimeter tief im Wasser stehend von einem Hai angefallen worden. Das wäre bei uns unmöglich. Bei uns machen sich die Haie nur über den her, dem das Wasser sowieso schon bis zum Halse steht. So laufen die Geschäfte, Freunde. Und der große Knall dort in Celle, der die Zuchthausmauer bricht und ein Herr mischt still das Pulver, trägt ein Lächeln im Gesicht, ach Ernst, und die Mörder dort in Kapstadt und ihr U-Boot-Schmur in Kiel und nichts steht mehr in den Akten. Helmut, welches war dein Spiel? Und der Postraub des Jahrhunderts, der Milliarden-Schilling wert. Und da hockt ein Kerl im Amte, der die Säure schwarz verzehrt. Und die große Bank dort in Frankfurt, der schon alles hier gehört, wachte auf und war gerettet,
Was gut schmiert, wird schnell verjährt. Und so laufen die Geschäfte des Gesetzes Mühle malt. Langsam aber unbeständig. Und der kleine Mann bezahlt. Nun zählt schon mal eure Kröschelchen. Also wenn wir jetzt voraussetzen würden, dass unser Staat ein Verein sei, mit dem Ziel, den kleinen Leuten das Geld zu nehmen und den Großen zu geben, dann wäre alles paletti. Damit dieser Fehleindruck nicht entsteht, kriegen wir jetzt eine Steuerreform. Das ist ein Geschäftsplatz. 40 Milliarden Mark, 40 Milliarden Mark, hör mal zu, da braucht ihr für eure Privatflugzeuge alle keine Mineralölsteuer mehr zu zahlen. Und weil sie jetzt gemerkt haben, dass das sozial unausgewogen ist, sollen neuerdings auch Radfahrer keine Mineralölsteuer mehr zahlen müssen. 40 Milliarden Mark, also da kann ein Arbeiter, wenn er Glück hat und keine Überstunden macht und kein Kantinenessen hat und kein Urlaubsgeld hat und kein Weihnachtsgeld hat, da kann ein Arbeiter mit viel Glück, also kann er schon gut 240 Mark im Jahr an Steuern sparen. Vielleicht auch 360. Das sind 20, 30 Mark im Monat. Ne? Stell mal vor, du, also ich meine, er muss dann zwar so 19 bis 28 Mark mehr Sozialabgaben leisten, das muss ich ja irgendwie ausgleichen. Ne? Aber ihm bleiben ja noch 1 bis 2 Mark zum Verprassen. Einer, der das 10-fache verdient von dem, was der Arbeiter verdient, kann logischerweise das wievielfache sparen? Hm? Was schätzt er? Na, das 100-fache. Keine Ahnung von sozialer Gerechtigkeit. Ne? Das muss ja sein, weil Geld in größeren Mengen potenziert sich ja. Die Leute müssen ja irgendwo hin mit ihrer Knete, die reichen Leute. Ne? Die können ja alles in Puff tragen zu Otto Schwanz. Lach nicht so dreckig, Otto Schwanz gibt es. Also sowas würde ich gar nicht wagen, mir als Satiriker auszudenken. Ne? Otto Schwanz gibt es, Otto Schwanz ist Puffbesitzer in West-Berlin, wegen Korruption aus der CDU ausgeschlossen, also ein Widerspruch in sich. Das ist Otto Schwanz, der ist sozusagen der Mädchenreferent der Westberliner CDU. Ja, in Niedersachsen würde der ja neuerdings Chef der Sittenpolizei. Den gibt's. Also ich meine, die reichen Leute können ja nicht alle ihre Knete in Puff tragen. Was machen sie? Machen Parteispenden, das ist das Gleiche. Bezahlte Liebesdienste bei schummriger Beleuchtung. Na, sie machen Parteispenden, kriegen sie im Gegenzug von der FDP, CDU, CSU die Steuern gesenkt, haben sie noch mehr Knete, können sie noch mehr Parteispenden machen. Kriegen sie dann im Gegenzug von der FDP, CDU, CSU die Steuern gesenkt, haben sie noch mehr Knete, können sie noch mehr Parteispenden machen. Kriegen sie dann im Gegenzug von der... Wer möchte weiter? Gut, das kannst du abendfüllend gestalten. Und wenn die FDP, CDU, CSU das Geld jetzt auch noch in die Staatskasse zurückzahlen würde, dann wäre es ein perfekter Kreislauf. 40 Milliarden, ne? Da kann einem schwindelig werden bei der Summe. Die Steuerreform ist auch ein Schwindel. Deswegen eine... Letzte Rechenaufgabe. Ja, ich lasse dann nicht mehr rechnen im Programm, ich mache es nur im Opening, damit die Basis klar liegt. Ne? Ja, jetzt hättest du gerne deinen Taschenrechner mit. Ne? Der würde dir gar nichts nützen. Ich habe es gemerkt beim Ausrechnen des Programms. Also mein Taschenrechner, der hört bei 999.999 Mark auf. Also der Herr Flick und die Deutsche Bank, die müssen andere Taschenrechner haben. Ne? Die rechnen ja auch mit dem Pfennig. Ne? Also eine letzte Rechenaufgabe. Ich mach's euch in der Flippi-Fassung. Damit man es wieder bei Roncalli vortragen kann. Ich möchte auch mal wieder dem Zeitgeist entsprechen. Ne? Doch, ich möchte auch mal wieder weiß gekalkt im New Wave-Café sitzen, vom kleinen roten Cabriolet singen und rufen vorwärts in die 50er, ich Neon-Baby. Also in der Zeitgeist-Fassung oder auch in der Fassung für die Oberstufe der deutschsprachigen weiterbildenden Gymnasien im Freistaat Bayern. Das ist das Gleiche. Rechne aus. Wie viele Arbeitslose könnten eigentlich wie viele Jahre in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme des Arbeitsamtes in Kreuzberg, West-Berlin, hauptberuflich wie viele Fensterscheiben einschmeißen, bis die Schadenssumme von 40 Milliarden Mark erreicht wäre? Die Lösung ist ganz einfach. Beliebig viele Arbeitslose, beliebig viele Fensterscheiben, 2 Jahre. Denn nach 2 Jahren laufen bekanntermaßen die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des Arbeitsamtes routinemäßig aus und die Mädels und Jungs stehen wieder auf der Straße. Vielleicht sollte man sie dann in einer groß angelegten Umschulungsmaßnahme zu Glaserinnen und Glasern machen. Billiger und weniger geschmacklos als die Steuerreform wäre ein solches Verfahren für unseren Staat in jedem Fall.